Ja, und an der Stelle herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, Toilettenmanagement-Simulator. Ich verstehe wieder nicht, warum der Scheißton wieder nicht funkst, Mann. Alter, wollen die mich verarschen oder so? Jedes Mal der gleiche Bullshit hier. Also, es tut mir echt mega leid, Leute, dass ich hier die ganze Zeit mit den scheiß Audio-Probleme habe bei dem Spiel. Das Spiel ist eh bis jetzt, also ich habe schon 4 Bugs entdeckt. Schon 4 Bugs. Einmal das mit dem Raum Spray, dass das auf einmal grün bleibt. So, danach mit den, mit dem Sound. Danach, dass ich irgendwie durch blöderweise keine Toilettenpapier mehr wechseln kann. Dann der Bug mit den Kunden. Statistik. Ich habe angeblich 0 Kunden. Total komisch. Sound geht auch nicht lauter. Nice. Ja, Leute, es tut mir echt mega leid an der Stelle. Ich kann echt nichts dran ändern. Es kotzt mich ein bisschen an, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum übernimmt er die Einstellungen nicht? Alter Schwede, was ist das für ein Dreck? Lächerlich. Ja, wie gesagt, bis jetzt nur echt ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. 4 Bugs, die ich schon gefunden habe, ist halt nicht schön, ist halt nicht schön, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, man versteht den Ton trotzdem ein bisschen. Falls nicht, wie gesagt, es tut mir leid. Ich kann leider nichts dran ändern, absolut nicht. Ich habe heute schon alle anderen 16 Folgen hochgeladen. Illegal. Illegal gestellt. Perfekt. Gleich können wir uns die nächste Toilette leisten. Ich teste mal ganz kurz hier was. Alter Schwede, was ist das ätzend? Mann. Ah ja, ich muss dafür alle Toiletten. Oh. Also, die gleiche Toilette muss ich komplett abbauen. Wo geht der hin, der Trottel?
Ja, der geht natürlich direkt dahin, Mann. Hallo? Ha! Er demontiert einfach die Scheißtoilette, ne? Ist. Ich teste das jetzt mal bei dem Dingens. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir noch? Ja, genau, drei Türen brauchen wir noch. Ja, wir haben hier die 300 zusammen. Ich laufe kurz rüber. Ich kann eh nichts machen. Momentan echt ärgerlich. Oh, das mit dem Toilettenpapier. Ich hoffe, ich habe das jetzt damit gefixt. So. Scheiße. Ja, ich denke mal, das mit den Kunden kriegen wir nicht gefixt und das mit dem Toilettenpapier ja auch nicht. Ne. Das wird bis jetzt immer noch nicht. Es kann natürlich auch so sein, dass das so sein soll. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen, ist aber trotzdem ärgerlich, finde ich. Und schade, vor allen Dingen. Falls es so sein sollte, okay, gut, aber finde ich trotzdem sehr ärgerlich. Hätte man besser machen können. No, und das hier mit den Kunden ist auch ärgerlich. Wir hatten es in der vorherigen Folge, haben wir es gerechnet. Es sind 16 Kunden, die wir bekommen. Insgesamt. Höher geht es auch gar nicht mit Kunden. Ja. Also, man hätte das echt noch. Man hätte da echt noch mehr rausholen können. Meiner Meinung nach. Ne? Finde ich zumindest, ne? Und ich habe, wie gesagt, ich verfolge das Spiel halt auch bei Gronkh, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich bereits schon mal erwähnt. Grüße gehen auf jeden Fall, wie gesagt, raus an Gronkh. Er wird es eh nicht sehen, aber trotzdem ist ein korrekter Typ. Gefällt mir, was er da macht. Und ist der einzige Let's Player, den ich halt wirklich verfolge. Und den ich halt auch wirklich gerne gucke. Ja. So. Er, also bei ihm ist es bis jetzt noch nicht aufgetreten mit dem Bug. Ja, es ist einfach nur schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich kann mich jetzt auch mehrfach wiederholen. Ne? Man hätte das eventuell noch besser machen können. Ne? Etc. pp. Was man natürlich auch hätte machen können, ist ganz einfach. Man hätte noch einen Bug fix raushauen können. Das hätte man eventuell, ja komm, du mich auch, scheiß Waschbecken. Hier auch eins kaputt, nee. Und auch, dass wir trotz moderner und sehr teure Waschbecken haben, gehen die verdammt schnell kaputt.
Wie gesagt, es ist kein Angriff gegen das Spiel oder so. Es gefällt mir trotzdem das Spiel. Habe ich bereits schon mal erwähnt. Es gefällt mir trotzdem. Nur mit den Bugs, das ist halt, wie gesagt, schade. Das ist ein bisschen schade. Kann ich hier auf den Tisch tanzen? Schade, ich komme da nicht hoch. Dankeschön, Meister Popper. Ne, Popeye, wenn. Popeye. Popeye. Komfort minus 3. Oh! Es hat wirklich geklappt. Es hat wirklich geklappt. Geil. Ja, dauert mal ein bisschen, bis die Polizei da ist. Das finde ich halt auch total realistisch, dass man einfach umbauen kann. Ne, ich will jetzt nicht das Spiel die ganze Zeit kritisieren. Scheiß drauf jetzt. So, wir wollen hier das Spiel genießen. Ich habe einen Trick gefunden, wie ich das wenigstens mit dem Klopapier fixen kann. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Ach Mann, ich klicke mal auf den falschen. Dann haben wir hier noch eine. Dann haben wir hier noch eine, die baue ich mal ganz kurz ab, lauf dann schnell rüber. So. Und kaufe direkt mal zwei Stück. Oh, ja, aus Versehen passiert. So. Ne, jetzt haben wir natürlich auch das geile Problem hier, dass wir ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen und das eventuell nicht so einfach geht. Ich hätte das schon in den vorherigen Aufnahmen machen sollen. War ein Fehler von mir. War dumm. Egal. Ich habe daraus gelernt und jetzt weiß ich, wie man das Problem fixt. Was ich mir halt auch gut vorstellen kann, ist ganz einfach kurz erklärt, warum eventuell Gronkh diese Bugs nicht hat. Ich denke mal, der hat das in einen Zug durchgespielt. Gehe ich mal schwer von aus. Darum hat der diese Bugs nicht, ne? Aber für Leute, die das halt nicht direkt durchspielen, da ist das schon kritisch. Auch mit dem Sound halt, ne? Das ist halt ärgerlich einfach, ne? Und ich bin halt einer, ich nehme nicht durchgehend auf. Das mache ich nicht, ne?
Ich nehme ja halt auch noch so viel Zeit für mein Privatleben, genauso viel wie ich halt aufnehme. Und etc. pp. Halt, ne? Alles, was dazugehört, ne? Privatleben, Beruf und so weiter und so fort. Ne? Und ist halt, ne? Und ich habe halt, ihr wisst es, einige wissen es, einige wissen es nicht. Ich habe verdammt viele Spiele vorproduziert. Also wirklich verdammt viele Spiele. Und ich bin da stolz drauf, dass ich das gemacht habe. Ich kann die jederzeit raushauen, dann, wenn ich Lust drauf habe. Ich bin nicht so ein Typ, der sagt, ja, boah, jetzt ist das Spiel im Hype, boah, jetzt hau ich das schnell raus, ne, um Klicks zu machen, etc. pp. So einer bin ich nicht. Die Klicks sind mir scheißegal. Ich spiele das, weil es mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, die Spiele, ne? Und das ist halt auch der Grund. Ich würde zum Beispiel auch gefragt von einer Person, ja, spiel doch mal WoW. Nein, hab ich keinen Bock drauf auf WoW. Punkt. Wenn ich da keine Lust drauf habe, habe ich da keine Lust drauf, wa? Dann spiele ich das Spiel auch nicht, ganz einfach. Das ist genauso wie mit Diablo oder sonst irgend so ein Spiel. Habe ich einfach keine Lust drauf. Auf sowas. Und ich finde ganz einfach, man sollte sowas akzeptieren. Ganz einfacher Punkt. Dann soll er sich dann auf einen anderen Kanal angucken gehen. Ne, so ist es dann halt, ne? Nur ich selber kann ihn ja auch nicht wirklich einen empfehlen. Das kommt dann auch in Schwert dazu. Ne? Weil, wie bereits schon erwähnt, ich schaue nur einen Let's Player, also einen YouTuber. Ne? Also der Let's Plays macht. Ne? Und darum ist das halt ja schwierig, da jemand zu empfehlen. Ne? Natürlich, wenn er das Spiel gespielt hat, kann ich ihm da empfehlen so, ne? Kann ich das empfehlen so. Aber ansonsten kann ich das auch nicht machen. Das ist ja im Endeffekt blöd dann halt, ne? Wenn ich ja irgendeinen Random raushaue, den ich selber nicht verfolge oder den ich halt vor allen Dingen nicht kenne. Ne? Ne, privat kenne ich Gronkh auch nicht. Mein Gott, ne? Ist auch schwer, an so jemanden ranzukommen, ne? Darüber habe ich auch schon mal was erzählt. Finde ich persönlich sehr, sehr schade, ne, dass man, wenn man einmal prominent ist, dass man da halt auch Schwierigkeiten hat, an die Person ranzukommen, ne? Das habe ich ja auch bereits schon auf dem Discord-Server und auch im Real Talk-Video erzählt. Dass ich also dass mir das im Endeffekt egal ist, dass ich auf sowas ich achte. Auch wenn ich irgendwann mal mit YouTube was erreichen sollte, ne, dann versuche ich trotzdem für meine Leute oder generell für die Leute, die mich auch anschreiben, denen auch zu antworten, ne. Ich weiß, mit einem gewissen, mit 4,5 Millionen Abonnenten ist das ein bisschen schwieriger. Das ist mir bewusst. Aber man kann ja trotzdem den Personen antworten, ne? Oder zumindest versuchen. Man muss sich ja nicht auf irgendwas einlassen, was die schreiben, ne? Das ist ja eine andere Sache, ne? Und ja, es ist halt auch so, dass viele Leute auch viel Scheiße erzählen. Ich habe es ja selber schon erlebt, dass einige Scheiße über mich erzählen. Auch damit kann man umgehen. Man kann die Personen ganz einfach links liegen lassen. Einfach nicht drauf eingehen. Punkt. Das ist der Punkt. Naja, ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.